Hallo zusammen, ich bin Volker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leitkompakt. Viele Musikhörer träumen von einer Profibeschallung, von einer Wiedergabe wie im Tonstudio. Dort werden die Aufnahmen, die wir später zu Hause hören, gemischt und gemastert. Im Tonstudio verwendet man dafür einen aktiven Abhörmonitor. Und einen solchen Lautsprecher habe ich hier neben mir stehen, den Adam Audio S5V. Mit diesem Monitor gelingt eine Wiedergabe wie im Studio. Und das sogar in größeren Räumlichkeiten, denn genau das ist die Spezialität dieses Farfield-Monitors. Wie dieser Monitor funktioniert, welche Highlights er bietet und wie ein Farfield-Monitor überhaupt arbeitet, das erkläre ich in diesem Video. Der Adam Audio S5V ist eine überaus imposante Erscheinung. Sein großes Gehäuse ermöglicht eine voluminöse Wiedergabe. Das satte Gewicht von 52 Kilogramm pro Box unterstreicht den massiven Auftritt. Der dickwandige und stark verstrebte Korpus ist absolut resistent gegen klangschädliche Vibrationen. Man sieht im S5V an, dass er für den Einsatz im Studio entwickelt worden ist. Er hat den typischen Look einer professionellen Beschallungskomponente. Hier ist nämlich die Performance wichtiger als das Aussehen. Die Mantelung besteht aus strapazierfähigem, schwarzem Strukturlack. Die Front ist abgerundet, um Kantenbeugungen des Schalls zu minimieren. Und die Bassöffnungen sind nach vorne gerichtet. Das erlaubt eine wandnahe Aufstellung. Hinzu kommen die markanten Schallführungen, die den Hoch- und Mitteltöner einfassen. Diese Waveguides befördern eine homogene Abstrahlung in die Breite und sie vermindern die Schallemissionen nach oben und unten. So kommen von Decke und Boden keine unerwünschten Schallreflexionen. Den Schall liefern drei Spezialchassis. Der Hochtöner ist ein sogenannter Air Motion Transformer. Seine gefaltete Folienmembran schwingt ungemein schnell. Das sorgt für ein transparentes, frisches und hochauflösendes Klangbild. Der Mitteltöner ist ein Dome Cone Hybrid. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Mischform aus Kalotten und Konustreiber. Durch diese besondere Geometrie und durch einen speziellen Verbundwerkstoff ist die Membran gegen Verformungen gefeit. Das verhindert klangverfälschende Materialschwingungen. Für den Bass sorgt ein mächtiger 32 cm Woofer. Seine leichte und zugleich hochsteife Sandwich-Membran besteht im Kern aus einer Wabenstruktur, die beidseitig mit Kevlar beschichtet ist. Durch die Ausführung als Langhubchassis und durch die extrem starke Sicke kann die Membran weit auslenken und dabei gleichmäßig schwingen. Das ermöglicht eine kraftvolle und verzerrungsarme Schallwandlung bis runter zu richtig tiefen 25 Hertz. Diese Chassis werden von eingebauten Verstärkern angetrieben. Der Adam Audio S5V ist also ein Aktivmonitor. Das hat gleich zwei Vorteile. Zum einen braucht man keinen weiteren Verstärker und zum zweiten kann man sich sicher sein, dass die Chassis und die Verstärker optimal aufeinander abgestimmt sind. Im Adam Audio S5V arbeiten dafür drei Class D-Endstufen für die Höhen, für die Mitten und für die Bässe. Diese Kraftwerke liefern in Summe 1100 Watt. Das Zusammenspiel zwischen den Chassis und den Verstärkern orchestriert nun ein digitaler Soundprozessor. Dieser DSP ist das Herz und Hirn der aktiven Frequenzweiche. Der Soundprozessor hat aber noch eine weitere Aufgabe. Er ermöglicht eine Veränderung des Klangs und eine Anpassung an den Raum. Das Zimmer, in dem ein Lautsprecher spielt, hat nämlich immensen Einfluss auf den Klang. Dieser Einfluss ist umso größer, je weiter die Boxen und der Hörplatz voneinander entfernt sind. Um nun diesen unerwünschten Klangeinfluss auszumerzen, bietet der DSP des Adam Audio S5V verschiedene Werkzeuge. Und die stelle ich euch jetzt vor. Mit Volume und Delay können wir an jedem Monitor die Lautstärke festlegen und eine Verzögerung einstellen. Das ist wichtig, falls die Boxen nicht den gleichen Abstand zum Hörplatz haben. Zur Klangveränderung stehen nun mehrere Equalizer zur Verfügung. Mit zwei sogenannten Shelving-Filtern erreichen wir eine breitbandige Veränderung der Höhen sowie der Bässe. Hier bearbeiten wir gerade die Höhen. Die Frequenz, ab der das Filter seine Arbeit aufnimmt, können wir selbst festlegen. Eine gezieltere Klangveränderung erreichen wir mit sechs weiteren Equalizern.
Sie arbeiten voll parametrisch. Das heißt, bei jedem Equalizer ist die Einsatzfrequenz, die Bandbreite und die Verstärkung einstellbar. So lässt sich etwa ein raumbedingtes Wummern im Bassbereich zielgenau ausgleichen. Man kann mit den Equalizern aber natürlich ebenso den eigenen Wunschsound kreieren. Insgesamt stehen drei Klangprofile für eine Abspeicherung bereit. Dass der S5V aus dem Studiobereich kommt, zeigen auch seine Profi-Anschlüsse. Analogseitig besitzt jede Box einen symmetrischen Eingang. Digitalseitig bietet der Monitor eine AES3-Schnittstelle. Sie ist Standard im Studio und im Rundfunk, aber auch bei hochwertigen Audiokomponenten des Consumer-Bereichs zu finden. Hierüber können digitale Audiosignale bis 192 kHz 24-Bit übertragen werden. Der darunter sitzende USB-Port ist für Software-Updates vorgesehen, aber auch für die komfortable Konfiguration des Monitors über einen Computer. Mit der Editor-Software von Adam kann man dann alle Einstellungen des Lautsprechers bequem über den Rechner vornehmen. Das ist ein Segen für alle, die den S5V so installieren, dass die Rückseite des Monitors unzugänglich ist. Mit dem S5V bietet Adam Audio einen Monitor, der eine Beschallung wie im Tonstudio ermöglicht. Und das sogar in größeren Räumlichkeiten, denn genau dafür ist dieser Farfield-Monitor ausgelegt. Seine Fähigkeiten hat er bereits eindrucksvoll im Test bewiesen. Den Link zu meinem Test findet ihr in der unten stehenden Beschreibung. Das war es mal wieder von mir und von Leitkompakt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.